Rund 3000 Kilometer beträgt die Entfernung zwischen der Mensa der Sophienschule in Hannover und Istanbul. 15 türkische AustauschschülerInnen von der Alkef-Schule sind für 8 Tage nach Hannover gekommen. Gefördert wird das Projekt von der deutsch-türkischen Jugendbrücke und der Europäischen Union. Für die Zeit ihres Aufenthalts sind die türkischen Jugendlichen in den Familien ihrer AustauschpartnerInnen untergebracht. Vor dem Besuch hatten die deutschen und die türkischen SchülerInnen bereits über Social Media Kontakt. Anders ist es, wenn man sich dann tatsächlich gegenübersteht. Wie gut verstehen sich die Jugendlichen untereinander? Eigentlich sehr gut. Also wir haben über sehr viele Sachen geredet, über so alltägliche Sachen. Also man versteht sich sehr gut. Allerdings war die Verständigung am Anfang nicht ganz einfach. Also wir haben das zum Beispiel so gemacht, dass man das mit der Gestik, also zum Beispiel, möchtest du einen Toast essen oder sowas. Und dann wurde es aber immer besser mit ihrem Deutsch. Also ja. Heute gibt es eine Führung durch das Stadion von Hannover 96. Gastschülerin Zeynep fühlt sich in Hannover wohl. Ich liebe das, ja. Meine Gastfamilie ist sehr süß. Im Presseraum können sich die SchülerInnen dort fotografieren lassen, wo sonst der Trainer Interviews gibt. Draußen im Stadion darf auch auf der Ersatzbank Platz genommen werden. Zeynep mag kein Fußball, aber... Mein Bruder liebt die Stadion und manchmal wir sehen Fußball, aber nicht oft. Nach dem Besuch im Stadion geht es direkt weiter zum nächsten Termin, ins Rathaus. Hier treffen die SchülerInnen Oberbürgermeister Bedit Onay. Wir sehen gerade in Ländern, auch wie der Türkei, dass die junge Generation ja viel stärker nach Westen schaut und nach ja, Demokratie sich auch wünscht, auch eine eigene, bessere Zukunft einfach wünscht. Und das zu stärken, das zu öffnen, den Horizont zu erweitern, das ist auch eine Möglichkeit, die wir haben. Und gleichzeitig natürlich auch für die jungen Menschen hier in Deutschland zu zeigen, wie diese Länder sind. Meistens viel, viel differenzierter, als es die politische Führung es uns weismachen will. Im Juni nächstes Jahr werden die deutschen SchülerInnen für einen Gegenbesuch in die Türkei nach Istanbul fahren und in den Familien ihrer AustauschpartnerInnen zu Gast sein. Die Lehrerin Ravia Barudi erklärt, was den Deutschen in der Türkei besonders auffällt. Also uns ist aufgefallen, dass zum Beispiel das Essen eine ganz große Rolle spielt. Also in der Türkei wird eigentlich rund um die Uhr gegessen. Das ist uns aufgefallen. Wir essen zum Beispiel in der Türkei auch diese typischen traditionellen Gerichte und natürlich auch Süßigkeiten wie Baklava. Und hier in Deutschland fällt den türkischen Gästen die Pünktlichkeit auf. Nur eine gute Woche sind die Jugendlichen in Deutschland. Doch auch in dieser kurzen Zeit sind in den vergangenen Jahren Freundschaften entstanden, die bis heute andauern. Und Bedit Onay meint... Natürlich wäre eine längere Zeit schön, aber ich glaube, das kann so ein erster Appetit haben sein und auch Lust machen auf mehr, auf Besuche, vielleicht sogar ein Studium im jeweils anderen Land. Also in Hannover freuen wir uns natürlich über internationale Studierende besonders. Insofern ist das auch ein guter Werbeblock für uns. Neben einem Fotoprojekt steht am nächsten Tag auch noch Plätzchenbacken auf dem Programm, damit auch die türkischen Jugendlichen deutsche Süßigkeiten kennenlernen.